Für ein Stipendium muss ich einfach hochbegabt sein, der absolute Überflieger, aber das stimmt gar nicht. Und diesen Mythos wollen wir heute in diesem Video auf den Grund gehen. Und dafür habe ich mir gleich zwei Experten, die an der IU für die Stipendien zuständig sind, zu mir geholt ins Interview und ja, das machen wir jetzt. Ja, Janice, schön, dass du angereist bist. Du bist ja ganz aus Norddeutschland angekommen, ne? Das heißt, du hast eine lange Reise gehabt fürs Interview heute. Ja, ich war ein paar Stündchen unterwegs. Ja, genau. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, kurz vor Weihnachten nochmal hergekommen. Bevor wir starten und ins Thema Stipendien eintauchen, erzähl doch nochmal ganz genau, wer du bist und was du bei uns an der IU machst. Ja, ich bin die Janice und ich bin jetzt auch seit einiger Zeit an der IU, habe eine Studienberatung angefangen und bin dann jetzt gewechselt vor kurzem, wo ich dann mehr mit den Prozessen beschäftigt bin, was die Optimierung auch angeht, unter anderem auch den Bereich Stipendien. Genau, deswegen sitzt du hier. Welche Stipendien gibt es denn an der IU, also die herausgegeben werden und wie viele werden vor allen Dingen herausgegeben pro Jahr? Das ist ja auch ganz spannend zu wissen. Wir vergeben monatlich 4 Stück, das heißt okay. 48 dann übers Jahr hinweg tatsächlich. Und da haben wir 4 verschiedene Bereiche oder Cluster, wie wir sie nennen. Und das erste wäre eins für alle Berufswechsler und Bewechslerinnen, die gerne einfach mal in einen anderen Bereich auch rein möchten. Und dann haben wir noch eins für Menschen mit Beeinträchtigung, eins für Alleinerziehende und eins nochmal für Women in Tech. Cool, sehr schön. Und wie sieht der Bewerbungsprozess genau aus, wenn ich mich jetzt beispielsweise dazu entschlossen habe und mir Mut gefasst habe, was ich übrigens jedem da draußen raten kann, sich das zu trauen, ne? Da kommen wir später auch nochmal zu. Genau, wie sieht der Bewerbungsprozess aus? Welche Unterlagen brauche ich? Wie fange ich an? Wie sieht es aus? Genau, also da die Infos generell oder den Weg dahin findet ihr auf unserer Website. Und dann brauchen wir ein paar Unterlagen. Auf der einen Seite Motivationsschreiben oder auch ein Motivationsvideo, je nachdem, was ihr lieber möchtet. Dann benötigen wir einmal die Hochschulzugangsberechtigung, wie zum Beispiel das Abiturzeugnis, wenn man jetzt einen Bachelor machen möchte. Und einmal noch einen Lebenslauf. Mhm. Das sind die 3 Basics generell. Und dann können noch Nachweise dazukommen, wie zum Beispiel beim Punkt Beeinträchtigung. Dann dementsprechend noch die Nachweise für das Cluster. Aber das waren alle Dokumente, die wir brauchen. Cool. Und sind das alles Vollstipendien oder Teilstipendien oder von was ist das abhängig? Das sind alles Teilstipendien. Also bekommen jeder, der ein Stipendium bekommt, erhält 50% Rabatt auf die Studiengebühren. Cool. Unabhängig vom Studiengang, ne? Ja, oder? Genau. Ja, okay, cool. Und wenn es dann an der IU doch nicht klappt mit so einem Stipendium, was ja nun mal passieren kann, weil es wahrscheinlich ganz, ganz viele Anwärter und Anwärterinnen gibt, ja. Welche finanziellen Förderprogramme gibt es denn noch aktuell, die dir so einfallen würden, wenn man dann trotzdem finanzielle Hilfeleistung einfach braucht, um zu studieren? Ja, also es gibt ja nicht nur bei uns ein Stipendium, es gibt auch noch andere Anbieter. Zum Beispiel das bekannteste ist auch das Deutschland-Stipendium. Und abgesehen davon, falls man jetzt gar nicht mit dem Stipendium rechnen möchte, gibt es natürlich auch noch Klassiker BAföG oder auch den KfW-Kredit. Wenn man auch gar nicht mehr in das BAföG-Alter vielleicht reinfällt, da gibt es extra Studierendenkredite, die auch günstige Konditionen haben. Habe ich auch gemacht übrigens. Und da empfehle ich auch tatsächlich, auf unserer Website einfach mal den Finanzierungsrechner auszuprobieren. Da kann man seine eigenen Daten eingeben und mal schauen, welche Möglichkeiten würden für einen in Frage kommen. Und dann natürlich auch gerne mit unserer Studienberatung nochmal schnacken. Die helfen auch nochmal weiter, um zu schauen, was individuell am besten passt einfach. Und bietet die IU, unabhängig jetzt von dem Teilstipendium, was du jetzt vorgestellt hast, auch noch andere finanzielle Hilfeleistungen an? Oder war es das in Anführungszeichen, was ja auch schon super ist, ne? Es gibt auch noch einige verschiedene Möglichkeiten, wie man auf jeden Fall die Kosten reduzieren kann. Mhm. Zum Beispiel haben wir regelmäßig Rabattaktionen. Da kann man auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen sparen. Und zusätzlich dazu gibt es die Möglichkeit, dann sich nochmal Vorleistungen zum Beispiel anerkennen lassen, wenn man eine Ausbildung gemacht hat oder woanders studiert hat schon mal. Dann kann man sich auch Credits anrechnen lassen und das reduziert auch die Kosten. Und was auch viele gerne tun, die zum Beispiel sagen, ich brauche eine monatlich eher geringere Belastung finanziell, dann einfach auch mal mit einem anderen Zeitmodell zu starten. Wir haben verschiedene Zeitmodelle, da hat man dann auch eventuell, wenn man ein längeres nimmt, dann eine niedrigere Rate pro Monat. Und wenn es auch mal zwischendurch vielleicht einfach finanziell ein bisschen schwierig wird, dann kann man das auch pausieren. Also Urlaubssemester kann man einlegen. Ja, das ist mega. Ja, genau. Und auch generell, wenn es jetzt mal länger dauert als die Regelstudienzeit, gibt es ein Jahr lang eine kostenlose Verlängerung, wo man ganz normal weiter studieren kann. Okay. Also wir versuchen da schon
in verschiedenen Bereichen trotzdem die Leute zu kennen. Ja, ich meine, das kennt jeder von uns. Also ich kenne es auf jeden Fall auch damals. Ich habe auch privat studiert und das war für mich auch eine große Herausforderung. Deswegen liegt das Thema mir heute tatsächlich auch persönlich am Herzen, weil ich ganz genau weiß, wie es euch da draußen geht. Dass man so ein bisschen mit sich hapert und denkt so, ach Mann, ich würde gerne, aber ich traue mich irgendwie nicht. Von daher voll schön, dass es so viele Möglichkeiten bei uns gibt. Ja. Gibt es denn, also wenn ich jetzt ein Stipendium bekommen habe, was ja eine mega Errungenschaft ist, congratulations, wenn du jetzt schon mal an dem Stand bist, gibt es irgendwelche Anforderungen, die an dieses Stipendium gekoppelt sind? Also muss ich beispielsweise gewisse Punkte erreichen? Muss ich das in der Regelstudienzeit schaffen oder irgendwie sowas? Oder bekomme ich ein Stipendium und kann damit im Prinzip so studieren, wie ich möchte? Nee, es gibt tatsächlich keine bestimmten Voraussetzungen, außer dass man in das jeweilige Cluster reinpasst dann. Und ansonsten, wie ihr euer Studium gestaltet, ist euch komplett selbst überlassen. Und das ist das Schöne, dass sobald man da einfach eine Zusage hat, füllt man die Bewerbung aus, bekommt einen extra Rabattcode von uns freigeschaltet und startet einfach so, wie man möchte. Und du hast jetzt ja gerade gesagt, das sind alles nur Teilstipendien, das heißt 50%, die anderen 50% müsstet ihr dann ja übernehmen. Genau. Gibt es die Möglichkeit, Rabattaktion mit Rabattaktion sozusagen zu kombinieren? Was ja, wenn man einkaufen geht online, beim Online-Shopping funktioniert das ja nicht so gut eigentlich. Funktioniert das bei der IU aber, wenn ich beispielsweise jetzt sage, ich nehme Stipendium und nehme dazu noch andere Hilfeleistungen finanziell in Anspruch oder geht das nicht? Ja, das Einzige, was nicht geht, ist tatsächlich Stipendium-Rabatt mit einer Rabattaktion, weil es ein Rabattcode jeweils wäre. Ah, okay, das ist das, was ich gerade meinte, ja. Aber wenn man je nachdem eine Rabattaktion nutzt, egal ob jetzt das Stipendium oder auch die reguläre Aktion, die wir immer mal wieder haben, das geht auf jeden Fall mit allen anderen Sachen. Also man kann sich trotzdem Vorleistungen anerkennen lassen. Man kann auch eine komplette Vorauszahlung zum Beispiel machen, wenn es machbar ist, bekommt auch nochmal 10% Rabatt dafür. Das gibt auch nochmal die Variante. Also all die anderen Varianten gehen auf jeden Fall in Kombination mit dem Stipendium sogar noch. Sehr, sehr gut. Und wenn das jetzt alles zu viele Informationen war, wie gesagt, ne, auf der Website von uns steht auch nochmal alles schwarz auf weiß. Das könnt ihr euch ganz in Ruhe angucken. Danke, dann würde ich mich bei dir schon mal bedanken, Janice. Sehr gerne. Jetzt gleich kommt dein Kollege Alex nochmal und mit dem sprechen wir nochmal, ja, was so die privaten Einblicke von euch als Experten, was die Stipendien an der IU angeht. Ja. Alex, ja, schön. Fliegender Wechsel von Janice zu Alex. Ja. Ich freue mich auch, dass du da bist heute. Mit dir wollen wir ja über so ein bisschen persönliche Erfahrungen auch sprechen, weil das ist ja auch ganz spannend. Aber bevor wir da eintauchen, erzähl doch auch du erstmal, was du genau bei uns an der IU machst. Genau. Ich bin Alex, ich bin jetzt bestimmt seit über 4 Jahren in der IU und kümmere mich viel um Prozesse, Automatisierung und so technische Angelegenheiten, helfe den Studienberatern und unseren Teamleads bei ihren Aufgaben oder Analysen und so weiter und habe auch wie Janice und viele andere bei uns in der Studienberatung angefangen und das ist ein schöner Weg und das sind alles ganz nette Leute da und jetzt bin ich hier. Sehr schön, ich freue mich sehr. Und wie ich ja im Intro auch schon gesagt habe, also ich habe zumindest früher immer das Vorurteil gehabt, ja, ich würde niemals ein Stipendium bekommen als so normaler Abiturient oder auch als Quereinsteiger. Da muss man hochbegabt für sein, da muss man irgendwie mega das Brain für sein. Aber das ist ja ein Mythos, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Oder vielleicht räumst du da einfach mal mit auf. Kann ich über andere Stipendien sprechen, aber bei uns ist ja auch die Vision, everybody can access education to grow. Das heißt, wir versuchen auch mit den Stipendien immer Menschen abzuholen, wo das eigentlich nicht der Fall ist. Also das heißt, auch in den Bewerbungen ist es so, dass das Komitee sehr darauf achtet, dass sich jetzt Mühe gegeben wurde, dass es irgendwie im Einklang steht mit dem Leben, dass sich da Gedanken gemacht wurden, also auch Bewerbungen, wo man sieht, da ist irgendwie eine gewisse Motivation dahinter, da hat sich jemand Mühe gemacht, dass diese ganzen Schritte oder auch das Ziel von denen hat irgendwie, das macht irgendwie Sinn und das ist alles irgendwie schlüssig, also das ist wichtiger für uns und durch die Cluster wollen wir auch abbilden, dass wir verschiedene Charakter supporten wollen, verschiedene Lebenssituationen und deshalb ist es nicht so, dass nur Hochbegabte und nur Leute mit Einserschnitten und so durchkommen. Ganz im Gegenteil versuchen wir sogar andere Bewerber eher abzuholen, die in anderen Situationen stecken. Zum Beispiel haben wir Alleinerziehende, wir haben, was Janice auch gesagt hat, Berufswechsel, also genau da sieht man ja auch, das sind einfach verschiedene Lebenslagen, die wir da unterstützen wollen. Ja, sehr ermutigend, weil ich sag mal, gerade als Quereinsteiger, wenn man da schon so ein bisschen älter ist, man bekommt vielleicht kein Kindergeld mehr, Ü25, man wohnt nicht mehr zu Hause, kriegt keinen Unterhalt. Ja. Selbst da ist man ja, also oder gerade da ist man in der Situation, wo man eigentlich denkt, okay, ich kann es mir einfach nicht leisten zu studieren. Ne? Ja, klar, und genau darum kann ich verstehen. Ja. Was würdest du denn solchen Leuten ganz persönlich aus deiner Experten
Expertenbrille irgendwie raten, wenn die jetzt sagen, ich würde so gern studieren, ja. Ich weiß genau, was ich studieren will. Ja. Es hapert wirklich nur an den finanziellen Mitteln. Was würdest du denen raten? Ich würde nie davon abraten, irgendwie aufzugeben, sondern es immer weiter zu probieren. Ich meine, das Stipendium ist ja auch einfach nur eine Möglichkeit. Also wenn es da die Absage nicht sein sollte, sich davon nicht entmutigen lassen und vielleicht auch einfach das, was man vielleicht als Feedback bekommen hat oder das, was man selber analysiert, was man vielleicht beim Stipendium irgendwie verpasst hat zu sagen oder irgendwie nicht ganz ausgeführt hat, vielleicht dann bei anderen irgendwie ergänzen. Und für uns auch, also die Stipendien, die ich gesehen habe oder was, wie gesagt, der EU wichtig ist, dass man sieht, dass sich Mühe gegeben wurde, also dass da jemand gesessen hat und das wirklich möchte. Es geht auch darum, dass er auch dieses Stipendium möchte und dieses Studium möchte und dass er dafür oder die Person dafür wirklich brennt. Also es geht eigentlich um den persönlichen Bezug und nicht um einen Abischnitt. Ganz, ganz wichtig. Genau. Also ja. Wenn ihr euch Mühe gebt, bitte gebt euch Mühe und zeigt uns einfach oder zeigt der EU, dass ihr das möchtet und dass ihr brennt für das, was ihr tut und dass ihr euer Ziel verfolgen wollt. Mega cool. Vielleicht erzählst du noch mal so ein paar Erfolgsgeschichten von denen du. Ich meine, du bist jetzt ja schon seit über 4 Jahren dabei. Mhm. Du hast ja vielleicht schon 1, 2 Stipendien irgendwie mitbegleiten können. Vielleicht erzählst du einfach mal so ein paar Geschichten von den Stipendien an der EU. Ja, wir hören ja immer wieder von verschiedenen Stipendiaten. Die schreiben ja auch E-Mails, die dann manchmal an uns weitergeleitet werden. Und das sind schon sehr schöne Geschichten. Ich glaube, ich möchte jetzt keine irgendwie ganz privaten Details teilen, aber es gibt zum Beispiel die Nadja auf YouTube, die ihren ganzen Prozess verfolgt. Die macht verschiedene Videos, hat auch schon Q&As gemacht, also verfolgt ihr Studium so ein bisschen und begleitet euch dabei. Es gibt den Dennis Michael, der einmal eine Geschichte geteilt hat von sich mit einer Sehbehinderung. Und wir haben ja auch das Stipendium für Menschen mit Beeinträchtigungen. Also viele Menschen melden sich da und sagen, dass es für die jetzt ein guter Push ist, ihre Ziele weiter zu verfolgen und irgendwie weiterzumachen, voranzukommen oder ein neues Ziel zu verfolgen. Also es ist sehr schön, was wir da alles hören auf jeden Fall. Hast du denn so eine persönliche Highlight-Geschichte, die dir so im Kopf schwebt? Also mit den Studenten habe ich in dem Fall nicht mehr so viel zu tun. Das heißt, da habe ich auch keine Interaktion, aber ich kann vielleicht ein paar Geschichten teilen von Bewerbungen, die ich gesehen habe, die uns das Komitee weitergeleitet hat. Da gab es schon Tanzeinlagen, die wir gesehen haben, Lieder, die irgendwie gesungen wurden. Menschen haben uns auf ihren Tag mitgenommen oder haben uns ihre Familie gezeigt, ihre Haustiere, haben auch Interviews mit Personen geführt. Es gibt super viele verschiedene, manche haben Webseiten gebaut, also eine Landingpage für sich selber und einfach gezeigt, dass sie schon Vorarbeit haben fürs Stipendium. Dass da wirklich was hinter ist, dass sie sich was dabei gedacht haben und auch, dass das im Einklang mit dem Studium steht, was sie dann vorhaben. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Geschichten, die ich schön fand oder auch Bilder von Familien, die dann schicken und sich bedanken und sagen, hier das Stipendium, das freut mich voll, das ist super cool. Also es gibt da schon sehr coole Geschichten und ich meine, so viele Menschen, die hier studieren und so viele Stipendiatinnen, die wir schon haben, also da gibt es auf jeden Fall sehr viele, die davon profitieren konnten. Und vielleicht seid ihr ja auch bald welche davon. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Zum Abschluss vielleicht jetzt noch mal eine persönliche Frage an dich, Alex. Mhm. Wie war es denn, als du studiert hast? Hättest du für dich in Erwägung gezogen, auch ein Stipendium zu bekommen? Oder war das so wie bei mir, dass ich gedacht habe, okay, niemals bin ich irgendwie geschlau oder gut genug? Genau, es ist exakt der gleiche Irrglaube gewesen, glaube ich. Einfach, nee, ich habe nie den besten Schnitt gehabt. Ich habe mich auch lange nicht irgendwie gefunden und wusste nicht so genau, was meine Sparte ist, was meine Spezialität ist. Und deshalb dachte ich immer, nee, das wird sowieso nicht funktionieren, weil man genau diesen Irrglauben hat. Aber das ist bei uns halt wirklich nicht so. Wir wollen Menschen aus diesen verschiedenen Clustern supporten. Die Cluster ändern sich auch immer wieder. Das heißt, wir wollen auch immer wieder andere Menschen supporten. Wir hatten ja auch mal die Corona Heroes. Das heißt, das war auch noch eine schöne Sache, die ich fand. Das heißt, da konnten wir sehr, sehr vielen Leuten helfen, die halt in der Pandemie nicht mehr arbeiten konnten, die zu Hause waren oder einfach generell ein bisschen auch orientierungslos geworden sind, wie wir alle wahrscheinlich. Ja, und da konnten wir an der EU halt sehr, sehr vielen Menschen helfen mit dem Corona Hero Stipendien. Und jetzt halt auch weiterhin. Würde ich das jetzt wissen, würde ich mich auch bewerben und wie gesagt, dafür brennen und dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Ja, hätten wir beide das mal früher gewusst, oder? Ja. Aber unsere Zeit ist abgelaufen, für euch ist es noch nicht zu spät. Vielleicht kommt das Video genau richtig. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Mut durch das Video bekommen habt, durch Janice und durch Alex und auch durch mich. Ich drücke euch die Daumen, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Traut euch und wenn noch irgendwelche offenen Fragen sind, dann immer her damit. Schreibt es in die Kommentare, meldet euch persönlich bei uns. Wir freuen uns wirklich immer, von euch zu hören. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz schönes, frohes, neues Jahr, ganz viel Erfolg für 2024 und bis zum nächsten Video. Tschüss! Ciao!